Jawohl, der Angeltag. Inventory. Angel am Start. 11 mal Köder. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Wir machen das mal so. Da ist die Angel. Dann haben wir heute einfach mal Freizeit. Jeder Bewohner hat Lieblingsgeschenke. Wenn du diese herausfinden kannst, kann dir das helfen, die Beziehung zu dieser Person schneller zu verbessern. Okay. Heißt, nur durch Geschenke können wir in der Gunst der Einwohner steigen. Ach, mal wieder vom Rathaus. Der 19. dieses Monats ist ja der strahlende Sonne. Wir laden euch alle herzlich ein, ein Geschenk für die Stadt vorzubereiten und es Bürgermeister Gale vor dem 18. zu bringen. Am Festtag werden wir die Geschenke wie immer aus unserem Luftschiff werfen. Vielen Dank. Sechs Tage. Was war das? Gale Geschenk zum strahlenden Sonnentag geben. Müssen wir mal gucken, was wir da hier so in der aus der Rumpelkiste noch so gebaut kriegen. Ich glaube, der Angelspot war, meine ich, ist das der? Könnte der sein, ne? Angeltag, da ist Angeltag beginnen. Aber hier angelt niemand. Regenschirme sind wichtig. Oh, verdammt, welcher... Nee, wird hier nicht angezeigt, wo sich alle treffen zum Angeln. Ja, wir haben... Oh, wir haben noch nicht alle kennengelernt und wir sind nicht wirklich... Hä? Skillbound Tutorial? Wir haben 6 Skillpunkte, okay. Intensives Training. Ausweichen. Sprinten. Meister der Axt. Meister der Spitzhacke. Ich würde am Anfang vielleicht auf XPs gehen. Und klar natürlich. So, vielleicht erstmal. Wusste ich gar nicht, dass man hier auch XPs vergeben kann. Wunderbar. Das heißt, denn Regenschirme sind wichtig. Geschenk für die Feier. Angelplatz, Angeltag, das gibt's denn alle da vorne. Da müssen wir auch ausnahmsweise mal sprinten. Nee, ich will mit dir nicht spielen. Geh weg. Klar, hier sind die ganzen Viecher und da vorne sind sie alle am Angeln. Habe ich eigentlich den Honig dabei?
könnte ich vielleicht versuchen, mal Papa Bär zu geben, den Honig. Cool. Hey, Papa Bär. Wie wär's denn mit... Ach, das wird sogar angezeigt. Okay, okay, haben wir nichts von da. Wunderbar. So, wie läuft das jetzt hier? Gale. Hi! Hi! Was? Alle klatschen. I'm actually a pretty good fisherman myself, you know. I hope everyone has fun today. Nur zur Information, ich bin selbst eigentlich ein ziemlich guter Angler. Ich hoffe, alle haben heute einen unterhaltsamen Tag. Schön. Okay, alle angeln. Wie geht das? Wie geht das denn? Gewöhnlicher Fischköder. Gibt's hier vielleicht irgendwie auswerfen, wenn nah am Angelplatz vom Auswerfen, wenn nah am Angelplatz. Nee, aber ey, du sollst nicht springen, du sollst werfen, Mann. Alter, wie geht das denn hier? Hey! Don't be too upset when your lines break. Sometimes they get away. You'll have Mate. Your chances. Ärgere dich nicht zu sehr, wenn deine Leine reißt. Manchmal kommen sie davon. Du bekommst eine Chance. Deine Chance. Hey, was? Freunde, was muss ich denn jetzt hier machen? Ach, hier, teilnehmen, ja. Was? Okay, das Geld habe ich. Sehr schön. Okay, wenn der Fisch anbeißt, klicke mit der linken Maustaste, um die Schnur einzuholen. Sonst schwimmt der Fisch davon. Sobald ein Fisch anbeißt, erscheint das Ausrufezeichen. Du kannst den Fisch fangen, indem du den Distanzmesser auf 0 herunterbringst. Der rote Kreis zeigt die Schnurspannung an. Erreicht dieser die Größe der Blase, reißt die Schnur und der Fisch kann entkommen. Bewege die Maus bzw. den Joystick nach links oder rechts, um die Angelrute zu steuern und die Blase über den Fisch zu halten. Wenn der Winkel zu groß ist, wird die Spannungsanzeige rot. Ist die Blase über oder nahe dem Fisch, nimmt die Spannung ab. Wow. Drück die linke Maustaste, um den Fisch einzuholen. Die Spannung wird langsam zunehmen. Wenn die Angelrute rot wird, wird die Schnurspannung schnell zunehmen. Wenn die Schnurspannung das Limit erreicht, schwimmt der Fisch weg. Oha. Ah, okay, okay, ich muss den... Ah, okay, ja, gib mir ein paar Versuche. Puh, mal gut, dass das da ganze 2 Tage lang geht. Okay, Kaiser Katzenjau.
Eine kleine Makrele. Und ein Wimpelfisch. Sieht böse aus. Gladiatorenfisch. Bam. Level up. Wow. Oh nein, wir haben keine Köder mehr. Was, ernsthaft? Das sind 11 Würmer? Krass. Ja, muss man mal ein bisschen gegen Bäume treten. Boah, das waren 32 Kilo, hat das Viech gewogen. Wow. Hab ich gewonnen? Anglerabzeichen, Schinkenfischrolle. Kriegen wir langsam. Juhu, mach doch einfach so, Jung. Ich glaube, dass ich die auch wahrscheinlich überall wiederfinden werde. So, jetzt nehmen wir mal 2 Slots frei. Ja gut, war mal witzig, aber ich glaube... Weißt du was, ich kann jetzt mit den Leuten mal ein bisschen schwätzen. Sind ja eh alle hier. Hallo. Hallo. The fish around Portia all taste great. Die Fische rund um Portia schmecken alle hervorragend. Dann wär's mit diesem Wimpelfisch. Nee, die verkaufe ich im Laden lieber. Hi. No fish can stand up to my manliness. No fishing rod either. Meiner Männlichkeit kann kein Fisch standhalten, auch keine Angelrute. Der Junge muss irgendwas kompensieren. Bye. Oh, Presley, du auch. Hey. Du bist also bereit? See you. Wofür? Django kenne ich auch schon. Kenne ich Albert? Hi. Anscheinend schon. Fishing just isn't my thing. I don't want to get my clothes all dirty. Oh, danke Nils, danke für die Info. Oh, da hast du natürlich vollkommen recht. Yikes. Habe ich dann in meiner Frustration vollkommen vergessen. Ändern wir sofort.
Boah, dass man hier nicht von einem Bildschirm zum anderen switchen kann, ey. Das ist doch schon wieder... Das taugt doch schon wieder nicht. So, ist angepasst. Nochmal danke für die Info, lieber Nils. Bye-bye. Kenn ich Toadie? Hey! Oh ja. Fishing really is the best way to relax. Angeln ist wirklich der beste Weg zur Entspannung. Sieht aus wie 5, aber hat hier so ein Oberlippenbärtchen. Goodbye. Petra, kenn ich dich? Hi. Oh. Sometimes fishermen will fish up some interesting objects found in the river. Manchmal ziehen Angler ein interessantes Objekt aus dem Fluss. Goodbye. Oh nein! Bleibt hier! Ich wollte euch noch sprechen! Nora? Hey! Hey! My pa used to take me fishing a lot. I'm going to try my best. Mein Pa hat mich früher mal oft zum Angeln mitgenommen. Ich werde mein Bestes versuchen. Goodbye. Was ist SSP? Hi. Hi. Good to see you. I've got a problem here. You see, recently folks have been buying up a lot of umbrellas, and now I'm short on stock. I'm gonna try to make some, but well, I need materials. Masaru, gut dich zu sehen. Ich habe hier ein Problem. Weißt du, die Leute haben in letzter Zeit viele Regenschirme gekauft und jetzt gehen sie mir langsam aus. Ich werde versuchen, ein paar herzustellen, aber naja, dafür brauche ich Materialien. What type of material? Welche Art von Materialien? Nothing out of this world. Just some spines from the sea urchins you see lacing around the town. Do you think you can give me a hand? Nichts Extravagantes, nur ein paar Stochen von der Seeigel, die man in der Stadt faul herumliegen sieht. Kannst du mir helfen? Seeigel in der Stadt? Great. Remember though, only the tougher looking urchins drop the spines as loot. Super, aber denk dran, nur die zäh aussehenden Seeigel werfen ihre Stacheln ab als Beute. Darf ich dir ein bisschen Honig schenken, Papa Bär? Hier. Hier. Oh! War das jetzt... War das Minusbeziehung? Der mag keinen Honig? Als Bär? Die killen mich doch hier, diese Igel, oder? Wie viel brauchst du eigentlich? Ach ja. Achso, warte ich mal erstmal hier die XP voll. Mischen neu. Regenschirme. 10 Stacheln. Okay. Liegen faul in der Stadt herum, die sind hier auf der Wiese, Junge. Okay. Oh Mann, jetzt krieg ich die. Mein Inventar ist voll. Was ist das? Ja, Sand hier, ey, komm. Weg mit dem Getriebesand. Komplett bitte.
Jetzt ist richtig. Danke dir, Nils. Jawohl, jetzt ist richtig. Wieso? Staffeln. Ich müsste ja eigentlich... Aber weißt du was, komm hier. Das ist ja nicht zeitlich begrenzt. Also schon, aber jetzt nicht so krass, dass ich jetzt nicht mal ein paar Sachen hier verkloppen könnte. Wer würde denn gerne Fischspeisen kaufen wollen? Acht Stacheln fehlen noch. Barbershop. Schäbiger Konkurrent. Hier vielleicht. Marthas Bäckerei. Kauft die Fisch. Frisch gebackenes Brot. Siehst du, was Martha gekocht hat? Okay, das kauft die an. Was bringt das denn hier? Schinkenfischrolle aus einem Schinken, den man am besten mit Klingenfischfleisch kombiniert. Buff hinzufügen. Alter, der bringt sich Geld, ey. What? Okay. Hier, könnt ihr mal was Leckeres aus dem Fisch machen. Cremiger Lachs, ein Topf, stellt wieder 80%. Ne, das brauche ich nicht. Glaube ich zumindest nicht. Scharfe Fischsuppe. Yikes. Weil mit solchen Dingen könnt ihr mich echt jagen in Real Life. Ja, alles weg. Das lasse ich mal wegen dem Buff. Nehmen das, danke. Wunderbar. So. Würde ich sagen, da gehen wir noch mal ein paar Seeigel klatschen. Wo sollen denn hier in der Stadt Seeigel sein? Wo treffe ich dich denn sonst an? Polly, kennen wir uns? Are you the new builder? I'm Polly. It's nice to see other people try to bring about the telesis of this world. Or at least, that's what the mayor likes to say. Nice to meet you. Bist du der neue Handwerker? Ich bin Polly. Es ist schön, andere Menschen zu sehen, die versuchen, die Telesis in dieser Welt voranzutreiben. Zumindest sagt das der Bürgermeister. Haha, nett dich kennenzulernen. Was ist SSP? Das Angeln wäre viel einfacher, wenn ich etwas größer wäre. Ja, genieß mal die Zeit. Have you seen me? Okay. Genieß mal die Zeit als Kind. Die kommt nie wieder. Yo, QQ! Alte Schinkenschwarte. Glu, glu? Na, hast du dich schick gemacht, hm? Ach, Emily, du bist es. Na? Ach, das muss ich auch noch. Ja. Habe ich nicht vergessen. Ich glaube, der. Habe ich den Pflanzkasten schon stehen? Ich meine, ja. Jetzt ist doch bestimmt. Das Inventarpäckchen weg. Gibt es eine Doppelattacke, die lohnt? Okay, da waren es noch 7. Ah, cool. Ah, es war Fleisch. Komm her.
Alter, wo kam der denn jetzt her? Okay. Oh, der hält aber ordentlich was aus. Ballonsegel. Oh, das dauert. Oh. Echt Dreck gestorben. Geil. Okay, was hat er so? Ich mit dem Angler abzeichnen. Was kann es? Belohnung vom Portia Angeltag kann im Büro des Bürgermeisters gegen Gegenstände eingetauscht werden. Okay. Ach ja. Ach ja, Steinziegel wollte ich ja, genau. Wo ich das denn jetzt herbekomme? Was braucht er denn der Poli? Kupferklingen herstellen, 3 Stück. Brauche ich 2 Kupferbarren. Also 6 Kupferbarren brauchen wir. Ja, will ich. Ich brauche nämlich 6 Kupferbarren. Setting. Nee. Wow, 15 Stunden. Okay, krass. Uhrzeit, ja, können wir noch ein bisschen. Nee, können wir nicht, oder? Mal probieren's. Noch ein bisschen. Segel klatschen. Wir haben nur 4 Stacheln? Ich dachte, wir hätten mehr. Bin ich natürlich leider aufgrund fehlender Köder morgen nicht am Angelwettbewerb teilnehmen. Vermutlich. Okay, wir sollten uns von den Ballonseeigeln in Acht nehmen. Sind langsam unbehäbig, aber wenn sie dann mal treffen, dann tut das weh. Sehr weh. Könnte aber auch sein, dass sie jetzt alle schon schlafen. Ne, da fliegen sie noch. Hier ein kleines Schirmchen, da ist wieder so ein Ballon-Hoshi. Mann, misch dich nicht ein, Kollege. Level 13 vor allen Dingen, ey.
toll. Okay. Der muss mit dem Rücken zu uns stehen. Nein! War ich zu nah dran oder was? Na komm, ich lasse vor heute aber auch bleiben.